Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Gwen ist auch da. Wir sind ausgeruht, haben Hunger. Und wir haben einige Briefe hier erhalten. Die können wir von oben nach unten alle mal lesen. Die vier hier sind auch noch neu. Und die darunter auch. Das werden wir uns alles mal angucken später. Aber erstmal. Erstmal. Haben wir ganz in der Nähe zwei Ausgrabungsstellen bekommen und. Och. Wie, was? Moment. So wenig? Oh, Moment. So. Ach, echt? Immer noch so wenig? Ich frage mich immer noch, was hier ist und was dort ist. Da sind wir ja nun noch nicht hingekommen. Ah, hier sind einige. Okay, 5 Ausgrabungsstellen sehe ich da. Hier haben wir noch nicht geguckt, was hier so in dem Gebiet ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Zeit irgendwas zu tun hat, ob wir jetzt Gwen schnappen sollen und uns von hier verpieseln sollen schon, oder ob wir jetzt uns Zeit lassen können noch und hier so ein bisschen gucken können, so wie ich es gerne machen würde. Aber die Ausgrabungsstellen, die lassen wir uns mal nicht entgehen hier. Ja, aber erstmal. Erst einmal haben wir Hunger. Erstmal gibt es was zu essen hier. Ein lecker Kuchen. Das sollte schon reichen für den Tag. So ein Kuchen. Da hat man aber reichlich Kalorien jetzt. Da ist man nicht nur gut gelaunt, sondern auch geladen. Wer hat hier die Tür aufgelassen? Oh. Der Arzt ist weg. Nee, der hat sich irgendwie da rausgekrabbelt. Er ist irgendwie rausgehieft. Ach so. Rausgekrabbelt ist er. Da hätten wir jetzt einfach nur zurückgehen sollen wieder und dann links runter. Dann kommen wir direkt hin. Hier schon? Noch lange nicht, wie es aussieht. Hier. Okay, die dürfen wir noch nicht fangen. Man darf hier so einfach graben. Und Schlösser knacken. Hey, what are you doing there? Nein, darf man nicht. Hey. Wow, aber sofort mit den... Sofort... Sofort mit den Schaufeln kommen sie uns. Ja, wo ist sie jetzt hin? Wo mag sie jetzt sein? Ganz schön üble Leute da. Ach,
Hier ist die Chemiestation. Chlor können wir jetzt herstellen. K.O.-Saft, ja. Im Moment wüsste ich gar nicht, was wir so bräuchten. Schlafgutzerstäuber, ja. Wir haben acht leere Zerstäuber. Oh, wie schön. Dann stellen wir doch ein bisschen Schlafgut her. Dachte ich. Digital Lachs brauchen wir. Samtweiche Emulsion. Oh, schade. Und wo kriegen wir das ganze Zeug? Komm doch. Ach, da brauchen wir. Zu Hause könnten wir das machen. Okay. Das ist der Trick. Ich hoffe, die haben uns schon vergessen. Mitgenommen haben wir alles. Das ist nicht ganz der richtige Weg. Nein, nein, so geht's ja nicht. Ich dachte, wir gehen erstmal nach Hause und naja, bauen uns noch so vier von diesen Zerstäubern. Was ist denn hier passiert? War das schon immer so weiß hier? So, das ist Licht. Ah, jetzt können wir alles herstellen. Digital Lachs. Oh, da stellen wir gleich ein paar mehr her. Was brauchten wir noch? Ein Schlafgut. Aber was brauchen wir, um Schlafgut herzustellen? Entschuldigung. Schlafgut. Samtweiche Emulsion. Und dafür brauchen wir Honig. Bienenstöcke, Schränke, Schrankoberseiten. Aber wir haben doch immer alles mitgenommen. Da hätten wir doch massig Honig schon finden müssen mittlerweile. Und Wundbenzin haben wir auch nicht so viel. Was ist mit Blutgift? Davon könnten wir auch schon mal ein paar herstellen.
So nämlich. Und das andere war Wund, Wund, Wund. Das können wir gar nicht selber herstellen. Wundbenzin finden wir in Medizinschränken, Kommoden, Aktenschränken. Ja, ich meine, aber da sollten wir auch richtig viel schon davon haben. Also mehr als 6, hätte ich jetzt gedacht. Da fehlt der Honig. Vielleicht können wir Honig irgendwo kaufen. Und diese K.O.-Spritze, oh, hier ist sie. Davon können wir aber jetzt ein paar herstellen. Chlor brauchen wir doch auch für irgendetwas. Sonnenschein wollten wir doch verkaufen, aber da haben wir ja auch nicht so viele Mehlsäcke. Und Bleichmittel ebenfalls nicht so viel. Eins für uns noch. Anti-Erstick. Für das Baby vielleicht, falls die Gasmaske nicht drauf passt. Immerhin. Ja, wir brauchen Honig. Kommen wir nicht drum herum. Können wir machen, was wir wollen. Ohne Honig wird das ganze Spiel hier nichts mit uns. Oh, das Gewicht ist schon wieder ordentlich. Kann ja sein, dass irgendein Händler etwas Honig hat. Falsche Tür. Das ist die richtige Tür. Sieht ja fast genauso aus. Etwas kleiner. Oh, zwei Schaufeln. Wir brauchen den verstärkten Polsteranzug.
Na schön. So lassen wir das mal. Brauchten wir hier überhaupt schon als Sally, brauchten wir, glaube ich, den Wegwerf-Safe-Knacker noch nicht. So als Arthur, glaube ich, schon ziemlich oft. Oh, was haben wir denn hier? K.O.-Spritzen. Noch und nöcher. Jawohl, da haben wir aber jetzt ordentlich was auf Lager. Ja, super. Ich glaube nicht, dass wir so viele K.O.-Spritzen mitnehmen müssen. So mag ich's. 60 sind sogar schon zu viel, glaube ich. 30 oder so könnte man mitnehmen. Naja, egal, 60. Anti-Erstick, so viel. Anziehung? Rieche wie ein Arzt. Ärzte können dich nicht länger erschnüffeln. Ärzte können dich kurzzeitig nicht am Geruch erkennen. Blutgift brauchen wir dann ja eigentlich nicht. Digital Lux auch nicht. So. Ja, 64 ist doch okay. Damit sind wir doch gar nicht mehr so schwer. Questgegenstand das hier. Siehst du eine Molitenpfütze? Mach sauber und behalte das Molithen. Motilen. Erntet verschüttetes Motilen und platziert es in einer leeren Energiezelle oder einem speziellen Sammeleimer. Müssten wir aber dann erstmal, ja, das ist ein Questgegenstand, müssten wir dann ja irgendwo mal anwenden können. Gut, dass wir mal alles mitnehmen. Was ist denn das hier für ein schmieriges Ding, Gift? Ach, die sonderbaren Schwestern wissen vielleicht, was das ist. Questgegenstand. Genau, der Diamant. Überall sonst wäre das eine Riesensumme. Lässt sich gut verkaufen. Okay, ich sehe schon, das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge, alles zu lesen. Darum schaffen wir vielleicht in dieser Folge, ja, mit Sicherheit, da bin ich doch ziemlich stur in so etwas, schaffen wir noch die andere Ausgrabungsstätte zu finden. Das machen wir jetzt noch. Oh. Das ist schlecht, oder? Da ist genau das Auge. Colonel Lawrence's Haus ist da. Auf der anderen Seite hier irgendwie. Keine Ausgrabungsstätte. Aha. Wahrscheinlich vor, ne?
Feldflasche. Inventarerweiterung. Oh, wie schön. Eine Schaufel und ein verbesserter Stein. Ja, schön. Die Inventarerweiterung. Trage mehr Zeug. Erhöht das Höchstgewicht vor der Überlastung. Jetzt können wir 172 tragen und wenn wir das verwenden... Ui, 20 Pfund mehr, 192 und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.